Hallo, hier ist Leni von meinem Fellwunder Coaching und heute geht es um das Thema Leinenführigkeit. Warum ist dein Hund noch nicht leinenführig? Wie kommt es eigentlich dazu, dass der Hund ja so ein Chaot an der Leine ist? Und auch, was ist, ne, der Unterschied zwischen Leinenführigkeit, Leinenreaktion ist nicht das Gleiche. Was unterscheidet das? Darum geht es heute und noch viel, viel mehr. Deswegen bleibt dran. Habt ihr Gedanken dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Habt ihr noch Probleme mit eurem Hund? Welche habt ihr denn? Auch das schreibt es mir in die Kommentare, würde ich mich super, super freuen. Und lasst uns anfangen. Leinenführigkeit und Leinenreaktion. Ist es eigentlich das Gleiche? Denn ganz oft, vor allem auf TikTok und auf Instagram, habe ich ja, viele, viele Fragen auch zum Thema Leinenführigkeit bekommen. Und da waren auch viele Fragen mit dabei. Ja, mein Hund reagiert immer heftig, wenn uns ein anderer Hund entgegenkommt, wenn da ein Fahrradfahrer ist, Kinder, Menschen, was auch immer. Und Leinenführigkeit hat nichts mit Leinenreaktion oder Leinenaggression zu tun. Ne? Das sind nochmal zwei unterschiedliche Themen. Heute geht es um die Leinenführigkeit und Leinenreaktion werde ich noch mal ein separates Video dazu machen, weil auch das sind unterschiedliche Paar Schuhe. Warum ist der Hund nicht leinenführig? Es gibt mehrere Möglichkeiten und wir nehmen jetzt erstmal die sehr, sehr offensichtlichste. Und zwar, du hast deinen Hund an der Leine ziehen lassen. Dein Hund hatte Erfolg, an der Leine zu ziehen und deswegen macht er das bei dir. Er hat gelernt, ey, ich stelle mich hier rein und dann geht es weiter, ne? Also, das ist halt ein anerlerntes Verhalten. Daraus kommt dann so ein richtig tiefes Muster. Das heißt, ey, genau so komme ich halt immer an mein Ziel. Und das heißt, umso länger an der Leine ziehen durfte, umso länger musst du halt daran arbeiten, dass das nicht mehr macht. Ganz einfach. Ne, es ist halt immer sehr schwierig, wenn Hunde Erfolg mit dem haben, nicht nur bei der Leinenführigkeit, sondern im Allgemeinen Erfolg haben bei dem, was sie machen, werden sie dieses Verhalten wohl öfters an den Tag legen. Dann ist so der zweite Grund, könnte sein, dass dein Hund an einer viel, viel, viel zu kurzen, für ihn viel zu kurzen Leine geführt wird. Das heißt, jeder Hund hat ein anderes Tempo, ein eigenes Tempo. Na, manche laufen lieber hinter dir, neben dir, manche laufen nur so kurz vor dir und manche haben so ein 10 Meter entfernt, ich fühle mich wohl bei dir laufen. Und das habe ich ganz, ganz oft oder das sehe ich ganz, ganz oft, dass es einfach falsch eingeschätzt wird und man den Hund in eine Form pressen will, was einfach nur stressig ist. Denn wenn du zum Beispiel einen Waldspaziergang machst oder allgemein spazieren gehst, willst du das auch in deinem Tempo machen und fühlst dich auch gestresst, ja, wenn du dann vielleicht jemanden neben dir hast, der so in einem absoluten zackigen Eilschritt vorangeht und du hinterherkommen willst. Das ist halt auch nicht deins. Oder du diesen zackigen, schnellen Schritt hast und der neben dir so richtig langsam läuft und denkst dir so, oh, können wir bitte, bitte, bitte ein bisschen schneller laufen? Es ist echt anstrengend. So geht's halt deinem Hund auch. Deswegen finde heraus, mit welchem Tempo er sich wohlfühlt. Denn wie ich ja schon gesagt habe, Leinenführigkeit ist einfach nur das Laufen an der lockeren Leine. Und ich habe dafür immer eine Schleppleine genommen, eine 8 Meter, aber ich mache die immer kürzer. Ich mache mir immer da eine Handschlaufe rein, denn 8 Meter können vor allem im Stadtverkehr, also an der Straße, an dem Gehweg, schlecht sein. Wenn dein Hund auf die Straße rennt, hast du nicht die Möglichkeit, ihn bei 8 Metern zurückzuholen. Deswegen ist da mal so 3 Meter gut, könnt ihr ausprobieren. Und da guckt ihr einfach mal, ob euer Hund lieber hinter, neben oder so ein bisschen vor euch läuft. So. Und im Wald zum Beispiel, da kann man dann die etwas längere Leine nehmen und da guckt ihr wirklich, wo ist jetzt das wirklich absolute Wohlfühltempo. Ich gebe euch einfach mal ein Beispiel dazu. Wir haben einmal die Tashi, das ist ein Hund von meiner Freundin, und wir haben die Fufu, das ist meine Hündin. Und Tashi zum Beispiel ist immer in meinem unmittelbaren Umfeld, egal ob sie frei läuft oder an der Leine. Und meistens läuft sie immer, wenn sie, die Hunde wollen ja meistens, wenn sie gerade rauskommen oder mal rauskommen aus dem Haus, wollen die sich mal ein bisschen ausbauen, ein bisschen rumflitzen, da sind sie eh ein bisschen getriebener. Wenn die Hunde aber schon eine Weile unterwegs waren, dann zeigt sich der richtige Schritt erst. Und da ist Tashi immer so hinter mir.
so an meiner Seite, läuft ganz bequem. Und wenn ich die Fufu sehe, die ist immer vorne. Immer. Egal, ob wir eine Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden mit ihr spazieren waren, die ist immer vorne. Und die hat einen richtig schnellen Schritt drauf. Und ich hatte das Problem damals auch mit ihr. Das Fußlaufen war kein Problem im Kommando. Super. Aber dieses wirklich entspannte Laufen, habe ich immer gemerkt, so, er hat so Hummeln im Arsch. Und da kommt es immer eher mal zu einer Leinenspannung. Also habe ich da einfach eine längere Leine genommen und habe auch da wieder strukturierter Spaziergang. Fuß ist ein Kommando und wir haben das Kommando gemeinsam. Gemeinsam heißt in diesem Leinenradius, das ist so, ich habe eine Führleine von 2 Metern. Den darf sie nicht überschreiten und muss da mit mir entspannt laufen. Das sage ich einfach, wir gehen gemeinsam. Und wenn wir dann freilaufen im Wald, also an der Schleppleine dann, das ist immer ganz wichtig, Hund immer sichern, dann mache ich den Hund dann an die Schleppleine und dann darf der einfach in seinem Tempo laufen. So. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt oder zur Hilfe auch. Ne, baut euch den Spaziergang strukturiert auf. Das hilft euch ungemein. Ne, nicht, wenn ihr die ganze Zeit am Korrigieren seid. Das ist nämlich der nächste Punkt. Der Spaziergang mit dir ist nicht schön, weil du entweder nur meckerst, nur schimpfst oder allgemein eine super schlechte Ausstrahlung hast. Dann wird dein Hund dir nicht folgen und auch nicht gerne bei dir in deinem Umfeld sein. Deswegen strukturierter Spaziergang ist immer ganz, ganz toll. So. Dein Hund weiß, was du von ihm willst. Ich sage Fuß, der Hund weiß, ist hier an meiner Seite, an meiner Seite. Das heißt, ich darf nicht nach vorne rennen. Gemeinsam ist in einem 2-Meter-Radius, das kann ich jetzt auch ohne Leine machen. Und okay, du darfst, heißt okay, du darfst. Lauf in deinem eigenen Tempo, schnüffel, mach, was immer du willst. So. Und dieses nicht der Energie folgen, das wird total unterschätzt. Denn ein Hund geht über 50% nur über die Körpersprache. Und wenn du dann so extrem frustriert bist oder angepisst bist oder nicht bei der Sache bist, du hängst nur am Handy oder redest nur mit der Person, die bei dir ist, dann merkt dein Hund, dass du nicht im Geschehen bist. Und wenn dein Hund es merkt, dann macht er sein eigenes Ding. Dann kriegt er so einen richtigen Tunnelblick. Ne? Da ist dann angesagt, wenn dein Hund so einen Tunnelblick hat, ist da zum Beispiel Kontakt suchen wieder angesagt. Denn da hast du deinem Hund im Endeffekt angelernt, ich bin eh nicht bei dir, wir sind auch kein Team, mach du deinen Scheiß, ich mach meinen Scheiß. Dann kann dein Hund natürlich auch überfordert sein, überfordert von der Situation. Ich habe Leute, die zu mir sagen, hey, die Leinenführigkeit so funktioniert ganz super, wenn wir in unserem Umfeld sind. Aber sobald wir irgendwo anders sind, ich diese Route ändere, zieht mein Hund wieder an der Leine. Ja, bitte sei ein bisschen verständnisvoller, denn es ist oftmals sehr, sehr, sehr reizvoll in der neuen Umgebung. Und da muss man zum Beispiel Stück für Stück sich ranarbeiten. Wir schmeißen immer die Hunde immer in irgendeine Situation und dann sollen die das aber jetzt auch mal können. Und es gibt Hunde, die damit einfach eher ein Problem haben. Das heißt, wir laufen immer diesen Weg, jetzt sind wir woanders, ich bin gestresst, ich bin vielleicht unsicher und dann wird hier die ganze Zeit an mir auch noch rumkorrigiert. Mach das jetzt, nein, nein, zieh nicht, geh nicht dahin. Und dann ist der Hund total, oh Gott, überfordert. Er ist einfach überfordert. Und da musst du wirklich, wirklich, wirklich dich rantasten, wenn du so einen Hund hast, dass du sagst, okay, wir haben unseren geregelten Spaziergang, wir gehen immer diese Route. Und dann werden wir die Woche die gleiche Route gehen und wir gehen nur einen anderen Weg noch, dass der Hund auch diese Abwechslung merkt und dass auch in einer neuen Umgebung er trotzdem leinenführig sein soll. Und das würde ich halt erstmal immer bei dem normalen Spaziergang irgendwie mit einbauen, bevor ich wirklich ihn komplett in neue Situationen schmeiße. Ne? Und durch Unsicherheiten kommt das halt. Ne? Wenn der Hund nicht selbstbewusst und ein bisschen unsicher ist, dann ist er natürlich schneller überfordert in neuen Situationen. Also musst du ihn daran gewöhnen. Das ist ganz einfach. So wie wir die Hunde ja auch sozialisieren mit anderen Hunden, so musst du den Hund
habituieren. Also wirklich in eine neue Umgebung schmeißen und damit ihm erstmal auch lernen, ruhig und entspannt zu sein. Das ist auch sehr, sehr essentiell wichtig. Und wenn wir schon mal bei diesem Thema sind, kann es auch sein, dass dein Hund, vielleicht hast du ihn ja auch aus dem Tierschutz übernommen oder nicht nur Tierschutz, sondern allgemein übernommen, der ist noch gar nicht so an der ganzen Sache gewöhnt, dass er wirklich einfach überfordert, gestresst ist. Deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, wie sieht eigentlich ein gestresster Hund aus? Was kann ich eigentlich machen, wenn der gestresst ist? Also guck dir deinen Hund wirklich an. Fühlt er sich wirklich wohl beim Spaziergang oder sucht er eigentlich immer nur noch den Weg nach Hause, will schnell Pipi-Kaka machen und dann zurück sofort? Ne? Das heißt, er fühlt sich halt nicht so wohl. Und da kann natürlich halt Stress ein großer Faktor sein. Dann könnte es natürlich sein, dass Regeln und Grenzen bei euch nicht klar sind. Das heißt, das gilt nicht nur für die Leinenführigkeit, das gilt in fast allen Situationen, wo es nicht klappt mit deinem Hund. Denn wenn es bei der Leinenführigkeit draußen nicht klappt, ist immer irgendwas zu Hause nicht ganz in Ordnung oder allgemein die Grenzen zwischen dir und deinem Hund nicht klar. Denn wenn ich meinen Hund korrigiere und auch körperlich so, hey, es reicht jetzt, stopp, bis hier noch nicht weiter und der Hund mir die Mittelkralle zeigt, dann ist da schon was nicht in Ordnung. Ne? Dass dein Hund denkt, ich habe hier das Krönchen auf, lass mir gar nichts zu sagen, mach die Flocke. Und das ist halt ganz wichtig. Also schaut mal das Miteinander zu Hause an. Reagiert euer Hund auf eure Körpersprache? Reagiert er überhaupt zu Hause, wenn du sagst, geh auf deinen Platz? Geht er denn überhaupt auf seinen Platz? Oder wenn du sagst, nein? Weiß nicht. Wenn mir hier eine Wurstscheibe runterfällt und der Hund schon das Äugchen drauf stiert, wenn ich aber sage nein, dann heißt es nein, dann geht der Hund da nicht ran. Und das ist halt ganz wichtig. Ich nehme ihre Grenzen wahr, sie nimmt meine Grenzen wahr. Es ist ein Miteinander. Und oftmals lassen die Leute sich so viel gefallen von ihrem Hund, das ist unglaublich. Und sind trotzdem so, nee, ist alles super. Ne? Und der Hund tanzt den auf der Nase zu Hause rum, macht, was er will, muss nie irgendwas einhalten. Und wenn er irgendwie mal eine Grenze aufgezeigt bekommt, wie, hey, das ist ein Raum, der ist für dich tabu, oder ich koche jetzt in der Küche mit meiner Freundin zusammen, du gehst jetzt raus aus der Küche und dein Hund interessiert es einfach nicht. Wenn du wirklich langfristig was verändern möchtest, musst du konsequent sein. Du musst. Das sind nur einige Gründe. Es gibt, glaube ich, noch unfassbar viele. Das würde aber hier auch heute einfach den Rahmen sprengen. Und dann hat man ja noch diese einzelnen Trainingseinheiten. Und ich glaube, jeder kennt diese Trainingseinheiten. Es gibt den Richtungswechsel, man stellt sich vor den Hund, es gibt die T-Stellung, es gibt zurück zu mir. Das ist alles Training. Da muss aber der Rest muss dann stimmen. Man muss wirklich an sich selbst arbeiten, an sein Auftreten arbeiten, weil sonst werden diese Methoden nicht funktionieren. Es funktioniert einfach nicht. Wenn du selbst aus dir heraus, wenn du nicht selbstbewusst genug bist, ne, oder wenn du nicht an dich glaubst, wenn du auch nicht an diese Methode glaubst, bei mir klappt das eh nicht, mit diesem Hund klappt das eh nicht, ich habe so viel probiert, das wird nicht. Wenn du so eine Einstellung hast, dein Mindset ist so wichtig, wirst du nicht an dein Ziel kommen. Du musst anfangen, deinen Hund lesen zu lernen. Du musst anfangen, dich selbst zu pushen, dich selbst auch als Führungskraft wirklich zu sehen und zu zeigen, hey, nein, bis hierhin und nicht weiter. Klare Grenzen aufzeigen. Ne? Das ist ja nicht nur zwischen Mensch und Mensch so, sondern auch zwischen Hund und Mensch so. Und das, was wir uns meistens auch so im privaten Leben nicht trauen, dass wir einfach mal sagen, hey, nein, ich möchte nicht. Das trauen wir uns auch bei dem Hund nicht. Und deswegen müssen wir das wieder erlernen, dass wir wirklich selbstbewusst und stark sind und dass der Hund wirklich weiß, ey, bei der bin ich sicher, da wird mir nichts passieren. Wenn du das wissen möchtest, dann bewirb dich doch auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir. Das findest du unten in der Infobox. Klick einfach mal drauf, bewirb dich, dass wir wirklich mal gucken, was der Ist-Zustand ist und wie wir auch wirklich langfristig an dein Ziel kommen. Das ist so essentiell wichtig, weil wir geben immer viel zu zeitig auf und das ist so, so wichtig,
dass man wirklich für sich und seinen Hund die richtige Methode, das richtige Training findet.